miteinander. Heute zeige ich euch in einem Video, wie ihr ganz einfach, schnell und aus wenigen Zutaten Kekse zubereiten könnt. Wir brauchen eine Banane, die muss auf jeden Fall reif sein, also so wie diese hier gepunktet und nicht so grün. Dann brauchen wir 100 Gramm Haferflocken, ein Ei, Zimt. Außerdem brauchen wir noch eine Waage mit einer Schüssel, einen Löffel und ein Backblech. Ich empfehle euch, hier Backpapier zu nehmen und nicht Alufolie, weil bei Alufolie klebt das immer bei mir. So, und was machen wir zunächst? Die Banane kommt in die Schüssel, dann tun wir Haferflocken rein, Ei, nach Bedarf Zimt, vermischen das Ganze. Und dann ist eigentlich der Teig fertig und dann kommt das Ganze auf das Blech. So schaut der fertige Teig aus. Jetzt nach Bedarf und nach Belieben werde ich das auf Blech tun. So schaut es jetzt aus. Auf jeden Fall sollte man die Kekse nicht zu dick beschichten, weil sonst könnte es sein, dass sie in der Mitte nicht richtig durchgebacken werden. Jetzt kommen sie für 18 bis 20 Minuten in den Backofen auf 180 Grad. Ja, und wenn sie fertig sind, dann hole ich euch wieder dazu. So, die 20 Minuten sind um. Nun zeige ich euch, wie die Kekse ausschauen. So schauen die aus. Können ganz leicht entnommen werden. Keine Probleme. Ich mache noch einen Geschmackstest für euch. Schmecken super. Ich würde sagen, 2 Minuten länger hätte ich sie noch drin lassen können. Sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Erzählt mir dann, wie sie euch geschmeckt haben. In den Kommentaren. Die Sachen hat jeder daheim. Ganz einfach zu machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.